Ja, herzlich willkommen zu unserer fünften Veranstaltung in Reihe Frauenleben in und nach der Krise, das Dienstleistungsproletariat als Risikogruppe der SPÖ-Frauen und des Karriereninstituts. Im heutigen Schwerpunkt widmen wir uns unterschiedlichen Berufsgruppen, die sich eines eint. Durch die Corona-Krise sind in ihren Arbeitsfeldern sogenannte Systemfelder sichtbar geworden. Die Wirtschaftskrisen betreffen ja bekanntlich kleine Betriebe, Selbstständige und jene Arbeitnehmerinnen und Lohnabhängige besonders hart, die schon jetzt unter prekären Bedingungen gelebt haben und arbeiteten, also Arbeitnehmerinnen, die schon bislang an der oder unter der Armutsgrenze in Österreich arbeiten und die zum Teil dann auch in der Corona-Krise gerne mal beklatscht wurden. Ob sie dann aber tatsächlich mehr Lohn in ihrem Geldbeutel finden? Im Normalfall nicht. Laut Statistik Austria, und das sind Zahlen aus 2019, sind ca. 17% der österreichischen Bevölkerung armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Da liegt dann das Einkommen unter der Armutsschwelle oder sie haben so ein geringes Einkommen, dass sie sich wesentliche Güter fürs Leben nicht leisten können, wie zum Beispiel eine Waschmaschine, ein Handy oder alleine, dass sie die Wohnung beheizen können. Besonders gefährdet sind hier natürlich auch Kinder, Frauen im Alter, Alleinerziehende und Langzeitarbeitslose. Wie schon gesagt, die Zahlen und Daten orientieren sich am Jahr 2019. In Zeiten der Corona-Krise wird sich das sicher nochmal verstärkt haben. Und heute wollen wir uns das genau anschauen, wie sich hier die Zahlen entwickelt haben. Wir analysieren genauer die Regierungsmaßnahmen, die in den letzten Tagen wieder präsentiert wurden und diskutieren auch darüber, was es braucht, um diese sehr unterschiedlichen Berufsgruppen zu unterstützen, ihnen zu helfen. Ja, mein Name ist Barbara Hofmann. Ich bin im Karl-Renner-Institut für die gleichstellungspolitische Arbeit und für die Nachwuchsarbeit zuständig und habe diese Reihe gemeinsam mit meinen Kolleginnen Andrea Brunner, der SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin, und Angelika Striedinger, die hier im Renner-Institut den Blog Wissenschaft und Politik betreibt, konzipiert. Und Sie sehen das auch, die im Hintergrund immer dafür sorgen, dass diese Veranstaltungen tadellos klappen. In diesem Sinne darf ich alle Zuseherinnen und Zuseher herzlich begrüßen, die sich über Zoom eingeloggt haben und auch jene, die jetzt uns über Facebook zusehen. Vielleicht noch ein paar technische Details vorab. Also zusehen kann man über die Facebook-Seiten der SPÖ-Frauen und des Karl-Renner-Instituts. Sie sind auch herzlichst eingeladen, eine Watchparty zu veranstalten, damit Freundinnen und Freunde an diesem wichtigen Thema auch dranbleiben können. Nur ein paar Worte zum Ablauf der Diskussion. Die Stammseherinnen kennen das ja sicher schon sehr gut. Wenn Sie sich in die Diskussion einbringen wollen, einen Gedanken, eine Idee haben oder schlichtweg eine Frage, dann können Sie das gern per Facebook machen, als Kommentar. Wir werden das dann live einbinden. Oder hier im Zoom haben Sie ebenso die Möglichkeit, in den Chat reinzuschreiben. Das ist unten ein kleines Symbol, das auftaucht, wenn man mit der Maus da runterfährt. Oder Sie können auch gerne das Tool Fragen und Antworten im Zoom nutzen. Nun gut, damit möchte ich jetzt auch schon mal einsteigen in die heutige Diskussion und ich darf die Diskussionsteilnehmerinnen recht herzlich begrüßen. Herzlich willkommen heiße ich Veronika Born-Mehner. Sie arbeitet als Gewerkschafterin und Autorin. Sie beschäftigt sich schon sehr lange mit prekären Arbeitsverhältnissen, mit atypischer Beschäftigung, mit Segmentierungsprozessen und Veränderungen in der Arbeitswelt. Und sie ist Autorin des Buches Die neue Arbeiterinnenklasse. Wir haben auch ein Exemplar hier, Menschen in prekären Verhältnissen. Und das ist auch aktuell trotz Corona-Krise in der dritten Auflage erschienen und sehr lesenswert natürlich. Die politische Perspektive bringt heute Elisabeth Grossmann ein. Sie ist Vorsitzende der SPÖ-Frauen Steiermark, Bundesrätin und Bereichssprecherin für Frauen- und Gleichbehandlungsjustiz sowie auch Bereichssprecherin für Verfassung und sie wird auch bald die Vizepräsidentin der Ländekammer werden. Herzliche Gratulation auch an dieser Stelle an dich. Was noch sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, was wir heute diskutieren, sie ist auch Aufsichtsratsvorsitzende der ZAM Steiermark GmbH. Das sind Zentren für Ausbildungsmanagement in der Steiermark, die im Auftrag des AMS Steiermark und des Landes Steiermark arbeiten. Herzlich willkommen auch dir. Schön, dass ihr beide heute Abend Zeit habt, mit uns dieses zentrale Thema zu diskutieren. Wir haben, wie schon gesagt, also wie zu Beginn schon kurz erwähnt, das ist jetzt das fünfte Gespräch in dieser Reihe. Falls Sie Interesse haben an den vorigen Gesprächen und vielleicht keine Zeit hatten, diese anzusehen, es gibt diese auf der Webseite zusammengeschrieben, Frauen und Corona.at nachzusehen.
Auch dieses Video heute wird aufgezeichnet und auf Facebook gestreamt, um nochmal die Möglichkeit zu haben, später mal reinzusehen. Auf dieser Webseite, die ich vorher erwähnt habe, Frauen und Corona.at, findet man auch einen tollen Artikelpool zu diesem komplexen Themenfeld. Und wie schon gesagt, die Diskussion wird natürlich umso spannender, wenn Sie auch Fragen stellen und Fragen posten. Das kann man unter dem Facebook-Live-Video machen. Da werden Sie einbinden oder hier per Zoom über die Fragen-Antwort oder über die Chat-Funktion. So, aber in diesem Sinne will ich jetzt irgendwie nicht mehr länger Zeit darauf verwenden, auf den Rahmen, sondern wir steigen gleich ein in diese Diskussion. Und ich darf dich bitten, liebe Veronika, um deinen Impuls. Wie hat sich die prekäre Arbeit in Österreich entwickelt, sozusagen über einen längeren Zeitraum, aber dann natürlich auch konkret in der Corona-Krise. Was sind da deine Erfahrungen, deine Analysen bislang? Ja, hallo, einmal herzlichen Abend von mir und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Bevor ich jetzt mal anfange, ist es, glaube ich, recht sinnvoll, wenn ich noch einmal kurz beschreibe, was prekäre Arbeit und atypische Beschäftigung überhaupt bedeutet. Also was denn jetzt überhaupt im Konkreten so die Bereiche sind, mit denen ich mich eben sehr intensiv beschäftige. Das eine ist die prekäre Beschäftigung. Das bedeutet nichts anderes als unsichere Beschäftigung. Das bedeutet also, dass ein Arbeitsverhältnis unsicher ist in Bezug auf die Bezahlung, die sozialversicherungsrechtliche Ausgestaltung, die Dauer des Arbeitsverhältnisses oder auch der Interessenvertretung. Wenn man also beispielsweise nicht weiß, wie lange man einen Job noch hat, wie viel man nächsten Monat verdienen wird, wie man seine Rechte einfordern kann oder wer einen vertritt. Und das andere ist eben die atypische Beschäftigung. Und atypische Beschäftigung bedeutet nichts anderes, als dass es sich um kein unbefristetes Vollzeitarbeitsverhältnis handelt. Und das sagt der Titel dann eh schon sehr gut und die Erklärung dafür, was atypische Beschäftigung ist, das sind natürlich sehr, sehr viele. Also in Österreich sind das ungefähr ein Drittel aller Beschäftigten, die atypisch beschäftigt sind. Das sind vorwiegend Teilzeitbeschäftigte. Das sind aber auch befristet Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Leiharbeitskräfte, freie Dienstnehmerinnen, neue Selbstständige, Ein-Personen-Unternehmen oder auch fallweise Beschäftigte. Also alle, die wie gesagt keinen unbefristeten Vollzeitarbeitsplatz haben. Und ich habe schon erwähnt, kurz vor Corona war es so, dass ein Drittel aller Beschäftigten in Österreich atypisch beschäftigt waren. Das ist also inzwischen ein sehr, sehr breites Phänomen. Es ist bei weitem kein Randphänomen mehr. Und es hat begonnen, richtig, richtig extrem zu werden oder in dem Ausmaß extrem zu werden, wie wir es jetzt haben, ab 2012. Es gab ja 2008 die Finanzkrise, die dann 2012 auch zu einer Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise geworden ist, die eine relativ starke Veränderung im österreichischen Arbeitsmarkt bewirkt hat. Weil anders als in anderen europäischen Ländern wurde in Österreich in den letzten 30 Jahren nicht ganz radikal dereguliert. Wir hatten in Österreich keine Agenda 2010, wir hatten keine Margaret Thatcher, wir hatten keine extremen Arbeitsmarktflexibilisierungen, die Arbeitnehmerinnenrechte stark eingeschränkt oder Gewerkschaften stark beschnitten hätten. Aber es war eben rundherum so im Rest von Europa, dass das eigentlich schon ab den 90er Jahren sehr, sehr stark Fuß gefasst hat. Und als dann in Österreich die Finanzkrise zu einer Arbeitsmarkt- und Wirtschaftskrise wurde, war es eben so, dass der Zuwachs an neuen Stellen, der Arbeitsplätze, die ab 2008 neu entstanden sind, ab 2012 neu entstanden sind, nur noch vorwiegend im Bereich der Teilzeitbeschäftigung, der befristeten Beschäftigung, eben auch der atypischen Beschäftigung erfolgt ist. Und dadurch ist es dann quasi passiert, dass aus einem eher Randphänomen am Arbeitsmarkt, also einer kleineren Gruppe der Beschäftigten, die eben als atypisch galten, auf einmal eine sehr, sehr große wurde. Und da gibt es natürlich Menschen, die unterschiedlich stark davon betroffen sind. Und das passt jetzt auch gut zum Thema, weil, ich fange gleich mal mit Frauen an, bei Frauen sind es immerhin vor Corona ganze 51,3% gewesen, die atypisch beschäftigt waren. Das heißt, das Wort atypische Beschäftigung ist für Frauen eigentlich gar nicht mehr passend, weil eben bei Frauen inzwischen sogar schon über die Hälfte aller Erwerbstätigen atypisch beschäftigt sind. Und das hat natürlich gravierende Folgen. Die nächste Gruppe, die das ganz stark betrifft, sind junge Beschäftigte, das heißt Beschäftigte so unter 30, 35 Jahren. Und ältere Beschäftigte. Das bedeutet bei Frauen leider schon ab 45, bei Männern ungefähr ab 50.
Und es betrifft noch einmal Beschäftigte, die Migrationsgeschichte haben, sehr stark. Also die müssen gar nicht Ausländerinnen sein oder selber Migrantinnen sein, die können auch in Österreich geboren sein, sondern es reicht schon, wenn zum Beispiel die Eltern aus der Türkei, Polen, Tschechien, Rumänien oder Bulgarien kommen. Auch diese Beschäftigten sind sehr, sehr stark betroffen. Und diese Betroffenheit und dieser Nachteil in der atypischen Beschäftigung zeigt sich zum einen in der Bezahlung. Atypisch Beschäftigte verdienen in Österreich rund 25%, also ungefähr ein Viertel weniger wie alle anderen. Aber auch in der Stabilität der Arbeitsplätze. Also atypisch Beschäftigte sind einfach wesentlich höher arbeitslos, sind viel schlechter sozial abgesichert, sind in der Regel nur kürzer in Beschäftigung und eben zwischendurch dann immer wieder auf Jobsuche. Und ein weiterer wesentlicher Faktor ist, sie fühlen sich wesentlich gefährdeter und sie erleben ihre Arbeitsverhältnisse und auch ihr ganzes Dasein, ihre Arbeits- und Lebensbedingungen als unsicherer. Warum? Weil sie das auch tatsächlich sind. Und jetzt gab es quasi ohnehin schon diese große Gruppe der atypisch Beschäftigten, von denen sehr, sehr viele auch prekär, also unsicher beschäftigt waren. Und zuzüglich dazu gab es auch noch sogenannte Menschen, die gearbeitet haben oder in Jobs arbeiten, die von Haus aus relativ unsicher sind. Da gibt es zum Beispiel Branchen wie das Baugewerbe oder auch die Gastronomie, der gesamte Tourismusbereich, der Kunst- und Kulturbereich, aber auch der Mediensektor. Bereiche wie Architektur, also auf der einen Seite sehr prestigeträchtige Felder, so Berufe, die wir alle gerne machen würden, und auf der anderen Seite halt eher so die Tätigkeiten, wo man es relativ leicht ersetzbar gilt. Und die Tätigkeiten, die schlecht bezahlt sind, und die Tätigkeiten, für die man jetzt nicht unbedingt eine einschlägige Ausbildung braucht. Können auch Reinigungskräfte sein. Also im Besonderen ist es der gesamte Dienstleistungssektor. Und da ist es eben leider so, dass auch sehr, sehr häufig Beschäftigte, die eigentlich als Normalbeschäftigte gelten, halt aufgrund der unsicheren Arbeitsbedingungen in diesen Branchen auch prekär beschäftigt sind. Und jetzt ist es so, dass es denen schon vor Corona nicht besonders gut ging, eben weil sie ein relativ niedriges Einkommen haben, weil sehr viele von ihnen als armutsgefährdet gelten. In Österreich ist es immerhin so, dass rund 300.000 Beschäftigte als Working Poor gelten, also als arm, obwohl sie arbeiten. Und dass wir rund 1,3 Millionen Armutsgefährdete haben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen armutsgefährdet sind, die atypisch beschäftigt sind, noch einmal viel, viel höher ist. Und zum anderen ist es halt eben so, dass gerade diese Teilzeitjobs und gerade diese atypische Beschäftigung für Frauen auch in der Vergangenheit bereits dazu geführt hat, dass Altersarmut wirklich ein weibliches Thema ist. Also Altersarmut ist, was es vor allem Frauen betrifft, was vor allem daran liegt, dass jedes einzelne Jahr, in dem man nicht Vollzeit arbeitet, schon dazu führen kann, dass man so rund 1,8 bis 2,4% pro Monat weniger Pension bekommt. Und das summiert sich natürlich über die Jahre. Und das hat dann halt zur Folge, dass Frauen in Österreich im Schnitt nur 800 Euro Pension bekommen, während es bei den Männern immerhin 1.300 Euro sind. Also da merkt man schon gewaltige Unterschiede nach dem Geschlecht. Und eben, jetzt war das vor der Krise schon alles nicht besonders rosig. Und dann kam die Krise. Und die Krise hat zwar meines Erachtens nach zu Verwerfungen am Arbeitsmarkt geführt, die absolut absehbar waren. Aber das Problem war, dass die Regierung offenbar nicht damit gerechnet hat, beziehungsweise nicht entsprechend reagiert hat. Es war zwar so, dass die Sozialpartnerinnen innerhalb von kürzester Zeit ein neues Kurzarbeitsmodell ausgehandelt haben, das erstmals auch für Leiharbeitskräfte und sogar freie Dienstnehmerinnen offen war. Also das auch für atypisch Beschäftigte eigentlich eine solide Form der Absicherung gewesen wäre. Allerdings hat ansonsten jetzt so von Seiten der Regierung jetzt nicht wirklich vieles für positive Überraschungen gesorgt, sondern ganz im Gegenteil, die restlichen Maßnahmenpakete sind alle eher etwas mau für atypisch Beschäftigte und auch für Selbstständige. Also gerade der Härtefallfonds für Selbstständige ist nicht besonders treffsicher, ist wahnsinnig streng, was seine Kriterien angeht, und ist auch sehr, sehr komplex in der Beantragung, was eben wiederum zur Folge hat, dass bis jetzt nur sehr, sehr wenig Solo-Selbstständige überhaupt Geld gesehen haben, abgesehen davon, dass die Gelder, die über diesen Fonds bezogen werden können, halt auch nicht wirklich gut dotiert sind, sondern ich sage jetzt mal so, eher ein besseres Taschengeld sind. Und jetzt ist es so, dass die Kurzarbeit wahnsinnig
viel gerettet hat. Also wir sehen das daran, dass alleine im letzten Monat der Höchststand der Beschäftigten in Kurzarbeit bei 1,3 Millionen Menschen lag. Das heißt, es sind 1,3 Millionen Menschen, die jetzt quasi das Glück haben, dass es das Instrument der Kurzarbeit gibt, die immerhin 80-90% ihres vorhergehenden Gehalts beziehen können und wissen, dass sie ihren Job behalten können trotz Krise und die auch hoffen können, dass wenn sich das Betrieb wieder einigermaßen normalisiert, dass sie wieder regulär weiterarbeiten können. Aber wenn es diese Kurzarbeit nicht gegeben hätte, dann müssen wir davon ausgehen, dass von diesen 1,4 Millionen Menschen wirklich sehr, sehr viele in der Arbeitslosigkeit gelandet wären. Und zuzüglich war der Höchststand der Arbeitslosigkeit vor 2 Wochen noch bei rund 600.000. Das heißt, insgesamt waren fast 2 Millionen Menschen betroffen. Nachdem in Österreich gerade mal rund 4 Millionen Menschen erwerbstätig sind, muss man also sagen, die Hälfte aller Beschäftigten, das ist wirklich unfassbar viel, die Hälfte aller Beschäftigten hat entweder die Arbeit verloren oder das Arbeitszeitausmaß gravierend reduzieren müssen, weil eben erhebliche Teile der Wirtschaft wirklich zum vollkommenen Erliegen gekommen sind. Und das ist jetzt nicht nur die Gastronomie, sondern da ist auch ganz viel im Hintergrund passiert, was wir jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sehen. Und das Bittere ist, das haben uns schon frühere Krisen gezeigt und auch das war leider erwartbar und genau das ist passiert, dass Unternehmen in Krisen vorwiegend darauf achten, ihre sogenannte Kernbelegschaft abzusichern. Das heißt, sie schauen, dass die Beschäftigten, die schon länger dabei sind, die normal beschäftigt sind, die unbefristete Verträge haben, die auch in Bereichen arbeiten, in denen sie als schwer ersetzbar gelten, halt eher durch die Krise gerettet werden, eher in Kurzarbeit geschickt werden, während wiederum Beschäftigte, die gerade mal am Einstieg waren, die neu begonnen haben oder neu hätten beginnen sollen, beziehungsweise auch Beschäftigte, die kurz vor der Pensionierung gestanden sind, teilweise auch relativ fahrlässig zum AMS geschickt wurden und quasi verabschiedet worden sind. Und das ist für diese jetzt immer noch über 500.000 Beschäftigten ein Wahnsinn, weil es im Arbeitslosengeld halt nicht so ist, dass man 80-90% vom vorhergehenden Gehalt bekommt, wie bei der Kurzarbeit, sondern dass man 55% des letzten Einkommens zurückfällt. Und jetzt kann sich jeder ausrechnen, wenn man vor der Krise mit seinem Geld schon kaum ausgekommen ist, und das ist eben dieses eine Drittel, von dem ich immer rede und mit dem ich mich so intensiv beschäftige, also die atypischen Prekärbeschäftigten. Wenn also die Beschäftigten, die schon vor der Krise ein Problem damit hatten, einen defekten Kühlschrank zu ersetzen oder eine Waschmaschine reparieren zu lassen oder auch nur eine Stromnachzahlung vom letzten Jahr abzubezahlen oder ihre Kinder auf Landschulwoche schicken zu können oder eine Sprachreise der Schule finanzieren zu können, wenn die, und von denen waren es jetzt nun mal die meisten, jetzt auch noch um fast die Hälfte von ihrem Einkommen umfallen, dann geht sich das hinten und vorne nicht mehr aus. Das heißt, bei denen ist jetzt nicht nur mehr das Problem da, dass sie keine unerwarteten Ausgaben treffen können, sondern die können einfach ihren regulären Lebensunterhalt kaum mehr beschreiten. Und das ist natürlich fatal. Und deswegen, und da freue ich mich, dass wir jetzt vielleicht auch zum positiveren Teil der Debatte kommen, wenn wir die Forderungen besprechen. Deswegen ist es halt insbesondere für diese Gruppe so wahnsinnig wichtig, dass wir jetzt schauen, dass wir diese Menschen unterstützen, dass diese Menschen eine solide Versicherungsleistung konsumieren können, für die sie ja immerhin auch zuvor jahrelang eingezahlt haben und dass diese Menschen nicht in der Armut landen und nicht weiter abrutschen in einen Bereich der Unsicherheit und einen Teil der Gesellschaft, aus dem man nur noch ganz schwer herauskommt. Weil es halt auch jetzt leider eine Tatsache ist, dass jetzt in den nächsten Monaten nicht innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr viele neue Stellen entstehen werden und aktuell auf jede freie Stelle 10 Bewerberinnen kommen. Das ist auch der Grund dafür, warum ich es für absolut fatal erachte, wenn wir jetzt darüber debattieren, ob Arbeitslosigkeit eventuell attraktiv sein könnte für Menschen oder ob Menschen dann vielleicht in der sozialen Hängematte landen oder ob Beschäftigte sich vielleicht nicht genügend Mühe geben, jetzt in einen neuen Job zu arbeiten oder ob man nicht jetzt zum Beispiel sagen sollte, na gut, dann müssen sie halt in den sauren Apfel beißen und da muss halt der vorhergehende Bilanzbuchhalter jetzt Spargelstecher werden, sondern da muss man schon ernsthaft darüber reden, dass es jetzt, egal was diese Menschen tun, für sie einfach verdammt schwer ist, in den nächsten Monaten einen Job zu finden. Für manche wahrscheinlich auch gar nicht möglich, dass es einfach zu wenige freie Stellen für zu viele Arbeitslose gibt und dass wir deswegen schauen müssen, dass
diese Menschen gut abgesichert werden und dass diese Menschen nicht in die Armut getrieben werden und dass wir dadurch auch schauen, dass wir nicht einen wirklich breiten Teil der Bevölkerung haben, der abrutscht. Man muss nämlich auch dazu sagen, es geht ja nicht nur um die Arbeitslosen selbst, sondern es geht ja auch um die Familien, die da dranhängen. Es geht ja auch um die Kinder, deren Eltern dann ein geringeres Einkommen haben, die deswegen dann einfach gar nicht mehr gesellschaftlich partizipieren können. Es geht ja auch um die anderen Angehörigen, die versorgt werden. Und es geht auch um die gesellschaftliche Teilhabe. Also da steht jetzt gerade sehr, sehr viel auf dem Spiel. Und deswegen freue ich mich darauf, dass wir jetzt progressive Lösungen besprechen und dass wir auf Forderungen zu sprechen kommen, die jetzt dringend notwendig wären und für die wir uns jetzt alle schleunigst einsetzen sollten. Herzlichen Dank, Veronika, für diese recht drastischen Einschätzungen. Also ich denke mal, die Entwicklungen sind ja da durchaus sehr drastisch, wie schon gesagt. Entschuldigung? Leider, ja. Genau. Danke auf jeden Fall auch für sozusagen nochmal darzustellen, dass du dargestellt hast, sozusagen, was bedeutet es, prekär zu arbeiten, was bedeutet es, atypisch zu arbeiten und auch die Zahlen, die ja schon sehr eindrücklich sind. Wenn wir beispielsweise eben hören, dass die Hälfte der Erwerbstätigen von der Corona-Krise in irgendeiner Art und Weise betroffen waren, entweder weil sie arbeitslos wurden oder weil sie in Kurzarbeit geschickt wurden. Jetzt würde mich interessieren, Elisabeth, wie sind da deine Eindrücke aus politischer Perspektive? Es wurden ja in der letzten Zeit sehr viele Pakete immer wieder präsentiert, auch gab es viele Ankündigungen, wo sich später herausgestellt hat, naja, vielleicht ist dann doch nicht ganz so eingetreten. Wie erlebst du jetzt den politischen Alltag in der Corona-Krise und vielleicht hast du auch den einen oder anderen Eindruck konkret aus der Steiermark? Ich darf dich um deinen Impuls bitten. Einen herzlichen Gruß einmal von meiner Seite aus der Steiermark. Ich freue mich, dass wir zu diesem brisanten Thema diskutieren können, dass wir auch dieses Format gewählt haben. Ja, die Corona-Krise wächst sich immer mehr aus von einer Gesundheitskrise zu einer Wirtschaftskrise und ganz besonders zu einer sozialen Krise. Veronika hat es geschildert, was sich schon in den letzten Jahren, ja fast Jahrzehnten entwickelt hat, dass atypische Beschäftigungsverhältnisse eigentlich gerade für Frauen immer mehr zu typischen Beschäftigungsverhältnissen werden, immer mehr eigentlich der Normalfall werden. Und gerade durch die Corona-Krise wird der Blick darauf ganz besonders geschärft. Also es tritt zutage, und zwar unübersehbar, was wir aber schon vorher gesehen haben oder hätten sehen können. Die Veronika hat es in ihrem Buch ja auch anschaulich dargestellt. Es gibt auch sehr viele Studien, wir nehmen es natürlich auch im täglichen Leben wahr, aber wenn man das nicht glaubt, was dann die Leute erzählen, dann muss man halt auf Studien zurückgreifen. Und da gibt es schon viele Studien, wie zum Beispiel auch die Studie der AK Steiermark über Zustelldienste von 2018, die ganz klar auch genau das gezeigt hat, was jetzt im Zuge der Corona-Krise zutage getreten ist. Nämlich wie das System zum Beispiel bei den Zustelldiensten funktioniert. Dass es da einige wenige große Zustellfirmen gibt, die mehr oder weniger ein Oligopol darstellen und sich ihrerseits wieder Subunternehmen bedienen, die ihrerseits wieder quasi Menschen beschäftigen auf prekärer Basis in den verschiedensten Formen und jedenfalls den Kostendruck, den sie von oben bekommen, immer weiter nach unten weitergeben. Und das breitet sich aus. Und so ist eben diese Tatsache zustande gekommen, dass eben immer mehr Menschen im Normalfall als atypisch beschäftigt werden. Das heißt, wir müssen da wirklich in der Praxis ganz genau hinschauen, welches Beschäftigungsverhältnis tatsächlich vorliegt. Wir sehen das zum Beispiel auch bei Friseursalons. Da wird ein Sessel vermietet und eine Waschschüssel und die Friseurinnen arbeiten quasi als Selbstständige. Ja? Oder andere persönliche Dienstleisterinnen. Da verwende ich bewusst jetzt die weibliche Form, weil es eben sehr viele Frauen betrifft. Das heißt, wir müssen da
auch jetzt nach der Corona-Krise ganz genau hinschauen, um welches Beschäftigungsverhältnis es sich tatsächlich handelt. Denn wenn auch vielleicht am Dienst oder am Vertrag steht jetzt Werkvertrag oder freier Dienstvertrag, wenn eine große wirtschaftliche Abhängigkeit gegeben ist von einem Auftraggeber, wenn die arbeitende Person, nennen wir es einmal ganz neutral, einfach einem so großen Abhängigkeitsdruck ausgesetzt ist, dann liegt ein Arbeitnehmer, Nehmerinnen ähnliches Verhältnis vor und das gehört auch entsprechend behandelt. Im Sozialrecht hat es einige Reformen gegeben, aber ganz dringend muss auch das Arbeitsrecht angeglichen werden. Diese Menschen gehören auch erfasst vom Kollektivvertrag, gehören auch gleich bezahlt. Und natürlich der arbeitsrechtliche Schutz muss gleichgestaltet werden. Da darf es keine Unterschiede geben. Wenn die Beschäftigungsverhältnisse gleich gelagert sind, dann muss auch der rechtliche Rahmen der gleiche sein. Sonst ist das zutiefst ungerecht. Und wir sehen das gerade jetzt in der Krise, was es für Auswirkungen hat, wenn gerade für persönliche Dienstleistungen, Dienstleisterinnen, ja, sind es meistens, dann von einem Tag auf den anderen die Aufträge wegbrechen, weil sie ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben dürfen. Die stehen ohne jegliche Absicherung, ohne eine Existenzgrundlage da. Und die Versprechen, die gemacht wurden, ja, koste es, was es wolle. Und was ist da alles genannt worden? Ich glaube, 6.000 Euro in 3 Monaten sollen ausgeschüttet werden. Davon hat kaum jemand was gesehen. Die erste Tranche der Härtefallunterstützungen, das ist noch relativ unkompliziert gegangen. Da hat es ja, pauschal, ohne viel jetzt da lang herumzuprüfen, für viele 500 Euro gegeben oder 1.000 Euro, auch nicht für alle, aber habe ich doch die Rückmeldung bekommen, das haben doch einige bekommen, aber auch dann unabhängig davon, wie die Rahmenbedingungen auch sind, ob vielleicht noch weitere Personen in dem Betrieb beschäftigt sind. Also das ist mehr oder weniger pauschal ausgeschüttet worden, war auch gut so. Die zweite Tranche dann, da ist es schon happiger gewesen. Da hat kaum jemand ein Geld gesehen und jetzt wurde eine dritte Tranche präsentiert, die ist jetzt online gegangen, gestern glaube ich. Da hat man gesagt, auch geringfügig Beschäftigte sollen hier in den Genuss kommen. Also man darf gespannt sein, weil von den kolportierten 38 Milliarden oder jetzt ist es aufgestockt worden, heute in der Pressekonferenz ist das wieder großspurig angekündigt worden, 50 Milliarden sollen jetzt ausgeschüttet werden. Aber dieses Geld kommt nicht an bei den Menschen, die es dringend brauchen. Und hier verschwimmen wirklich die Grenzen zwischen Selbstständigen und unselbstständig Beschäftigten. Und hier entsteht wirklich auch ein großes Spannungsfeld, weil gerade diese, würde ich einmal sagen, oft unfreiwillig Selbstständigen oder es wird auch gesprochen von aufgezwungener Selbstständigkeit, die Menschen haben, sind zwar formell in der Wirtschaftskammer organisiert und hätten dort ihre Vertretung, finden dort aber nicht die Ansprechstelle, die sie brauchen. Und deshalb hat sich dankenswerterweise auch die Gewerkschaft hier engagiert gezeigt. Es gibt auch eine bei der GPA eine eigene Gruppierung, eben die Interessensgemeinschaft Flex, die sich speziell dieser Beschäftigtengruppe annimmt. Also ich sage jetzt Beschäftigtengruppe, weil für mich sind sie ja de facto unselbstständig Beschäftigte. Und auch die Arbeiterkammer hat hier Zuständigkeit begründet, aus gutem Grund, weil hier wirklich eine Arbeitnehmer, Nehmerinnen ähnliche Situation besteht. Und diese Menschen gehören auch dringend stärker unterstützt und die brauchen jetzt vor allem Liquidität. Die müssen ihre Fixkosten begleichen, die müssen ihre Lebenshaltungskosten finanzieren, sonst droht uns jetzt eine Pleitewelle und eine Insolvenzwelle und vor allem eine soziale Krise von ungeheurem Ausmaß.
Und natürlich finden wir diese Personen dann wieder am Arbeitsmarkt und das erhöht weiter die jetzt schon sehr hohe Zahl an arbeitslosen Menschen. Das heißt, es ist, wenn die Regierung die Zahlen im Kopf hat, dann müsste es auch rechnerisch eigentlich nur die Antwort geben, diesen Menschen auch unter die Arme zu greifen und natürlich auch jenen, die jetzt in die Arbeitslosigkeit geschlittert sind, indem man das Arbeitslosengeld in Nettoersatzrate auf mindestens 70% anhebt, damit die Menschen einfach die Bedürfnisse des täglichen Bedarfs und die Notwendigkeiten decken können, damit sie eben nicht in einen Privatkonkurs, in die Insolvenz schlittern und in eine existenzielle Krise mit ihren Familien, weil die Veronika hat es ja gesagt, das sind ja nicht nur einzelne Personen, es hängen da ja auch Familien dran und so vieles. Die Kaufkraft einer Region hängt da dran, weil wenn man nicht mehr konsumieren kann, ja, hängen natürlich auch jene Betriebe dran, bei denen man konsumiert hätte. Das heißt, das Wichtigste wäre es jetzt, den Menschen Kaufkraft zu geben, Liquidität zu geben, damit sie das Geld auch vor Ort ausgeben. Es hat wenig Sinn, Geld auszuschütten an jene, die dann nur sozusagen die Sparquote erhöhen würden, weil dieses Geld würde abfließen in irgendwelche Investments, selten im Inland, irgendwo, wo es halt dann die höchste Rendite bringt. Ja, das wäre verschleudertes Geld, aber leider geht die Politik der derzeitigen Bundesregierung in diese Richtung. Wenn eben hier teilweise Steuergeschenke gemacht werden. Und wir haben ja die Beispiele auch gesehen, wie da gearbeitet wird. Also jetzt muss wirklich alles daran gesetzt werden, jenen Menschen Kaufkraft zu geben, einfach Geld zu geben, die es direkt vor Ort auch ausgeben, konsumieren und so den Wirtschaftsmotor wieder in Gang setzen. Und das ist eigentlich das Gebot der Stunde. Und langfristig natürlich auch muss das Arbeitsrecht wieder nachjustiert werden. Wenn die Behörden, die Gerichte und wer auch immer Arbeitsverträge zu beurteilen hat, hier manches durchgehen lassen, was eigentlich nicht durchgehen sollte, weil einfach eine arbeitnehmerähnliche Situation gegeben ist, dann muss der Gesetzgeber die Gesetzgebung hier auch nachjustieren und dann müssen wir uns einfach unser Arbeitsrecht ganz genau auch anschauen und durchforsten, damit eben keine solchen Schlupflöcher möglich sind und damit einfach soziale Krisen hintangehalten werden. Und wir haben die Realität der Working Poor, Menschen, die trotz Arbeit, teilweise sogar trotz Vollzeitarbeit unter die Armutsgrenze rutschen. Und das in Österreich. Und das darf es einfach nicht geben. Also hier müssen wir wirklich alles daran setzen, damit alle auch von ihrer Arbeit leben können. Also das wäre nur mal kurz ein Impuls von meiner Seite. Also es gibt dann natürlich noch vieles zu sagen. Ein Mindestlohn von 1.700 Euro, wenn man ja schon gesagt haben, brutto auf Vollzeitbasis, sollte auch steuerfrei sein. Das wäre auch ein wichtiger Schritt, damit die Menschen von ihrer Arbeitsleistung auch leben können. Und ja, vieles mehr. Also man sieht schon, die Forderungen der SPÖ-Frauen sind aktueller denn je und werden durch die Corona-Krise einfach noch verschärft und einfach noch dringlicher. Und wir müssen da dranbleiben. Und da bitte ich wirklich alle auch um ihre Mitwirkung, vor allem auch um Bewusstseinsbildung. Und bin jetzt schon sehr gespannt auf die Fragen und die weiteren Diskussionsbeiträge. Danke einmal für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diesen zentralen Eindruck, vor allem auch die Handlungsmaßnahmen, die du vorgeschlagen hast, also sozusagen das, jetzt nochmal sozusagen da auch umschalten, damit man uns alle gut sehen kann, sozusagen sämtliche Maßnahmen, wie beispielsweise, dass das Arbeitsrecht durchgekehrt wird, wo man sagen muss, das ist wahrscheinlich eine Maßnahme, die schon sehr lange bräuchte und wo wahrscheinlich schon sehr lange versucht wird, da auch
besser nachzuschärfen, wo halt dann die Frage ist, woran scheitert das dann eigentlich? Weil ich denke mal, es ist ein Problem, das schon länger thematisiert wird, das auch vor sozusagen einer städtischen Verwaltung, einer Gemeinde und so weiter nicht Halt macht. Wir haben nämlich auch die Anmerkung jetzt schon gehabt von Andrea Czak per Zoom, dass es sozusagen auch bei der Stadt Wien ja befristete Arbeitsverhältnisse gibt und auch diese sozusagen jetzt nicht vor gewissen Verhältnissen verschont bleibt. Also was kann man da machen, wenn es so eine Grundstimmung gibt, sozusagen eine Grundstimmung dessen, dass nur wer was leistet, ist etwas wert und nur wenn man irgendwie einen größtmöglichen Druck aufbaut auf Menschen, die Geld verdienen sollen, wie kann man da dem gegensteuern? Was kann man da konkret machen? Ich denke mal, das wird jetzt unsere Diskussion sein. Ich möchte vielleicht noch eine weitere Frage aus einer der letzten Veranstaltungen dazu spannen von Tommy Lobenwein, der diese auf Facebook gestellt hat. Das ist so prinzipiell fragt, und ich glaube, das fragen sich auch ziemlich viele, warum wird eigentlich für Frauen so wenig getan? Die Klein- und Mittelunternehmen, die EPU, speziell auch unter Künstlerinnen, wie wir gestern auch wieder durch einen Protest gesehen haben am Heldinnenplatz, die sollen aufgrund von wenigen Euros sozusagen überleben aus dem Notfallfonds oder werden auf dem Tag X vertröstet. Wie kann man diesen Personengruppen helfen? Wo können sie diese hinwenden, dass sie schnell, unbürokratisch Hilfe erlangen? Elisabeth, du hast das gesagt, die Liquidität ist da von zentraler Bedeutung, dass sie irgendwie wieder konsumieren. Und diese Gruppen konsumieren ja im Sinne von auch, dass sie sozusagen gar nicht eine andere Möglichkeit haben zu sparen, sondern sie müssen ja irgendwie überleben sozusagen. Wo können sich diese hinwenden? Was kann da gemacht werden? Für die Frage. Elisabeth, bitte. Okay, ja. Ja, gerade Künstlerinnen und Künstler sind besonders betroffen, und obwohl sie uns jetzt eigentlich jetzt psychisch, würde ich einmal sagen, durch die Krise getragen haben, durch ihre Darbietungen, die wir auch zu Hause über verschiedenste Kanäle genießen konnten. Und es gibt ja jetzt mittlerweile 4 Fonds, an die sich Künstlerinnen und Künstler wenden können. Den Künstlerinnen-Sozialversicherungsfonds und viele mehr, auch Härtefallfonds. Also die eigentlich zugewiesene Stelle, aber die fühlt sich nicht immer so zuständig, wäre die Wirtschaftskammer. Ja? Da sind sie hin verwiesen worden. Aber wenn sie dort nicht die Hilfe finden, die sie brauchen, werden sie sich auch an die AK oder auch an, ja, eben gut, ÖGB natürlich für ihre Mitglieder, aber da sieht man schon, dass es sich auszahlt, auch ÖGB-Mitglied zu werden, um hier wirklich auch die volle Vertretung und auch natürlich Hilfe im Ernstfall, aber auch Beratung zu bekommen. Und die neue Staatssekretärin hat ja auch sehr vieles versprochen. Also ich hoffe, dass man sie machen lässt und dass man sie nicht genauso im Regen stehen lässt wie ihre Vorgängerin Ulrike Lunacek. Die wollte ja auch, sie durfte nicht und hat kein Geld einfach zur Verfügung gestellt bekommen, das sie weitergeben hätte können. Und die jetzt in Aussicht gestellte Mehrwertsteuersenkung auch für den Kunst- und Kulturbetrieb, für Tickets und so weiter, das wird nicht unbedingt der große Wurf sein, weil davon werden hauptsächlich die großen Ticket-Agenturen, Ö-Ticket und die dahinterstehenden Konzerne profitieren. Also da bleibt natürlich nur zu hoffen, und dafür kämpfen wir auch, dass die Versprechen, die gemacht wurden, eingelöst werden und dass hier auch eben gerade für Künstlerinnen und Künstler eben sofort diese Liquidität zur Verfügung gestellt wird, weil die sind nämlich besonders arm dran und wie gesagt, das Arbeitslosengeld müsste sofort erhöht werden. Auch diese Einmalzahlung ist mehr oder weniger nur ein Placebo. Und diese Forderungen, die wir da eben aufgestellt haben, und ein echt unbürokratischer, wirksamer Härtefallfonds wäre jetzt das Gebot der Stunde. Jetzt werden wir sehen, ob dieser dritte Fonds, der ihm heute präsentiert wurde, hier ein bisschen was bringt.
bleibt nur zu hoffen, ja. Aber wenn das wieder so bürokratisch ausgestaltet wird, wie das beim zweiten Fonds der Fall war, dann schaut es natürlich sehr, sehr schlecht aus. Ansonsten kann ich wirklich gerade allen Betroffenen nur raten, laut zu sein. Wir sind es auch im Parlament. Wir werden zwar von den Medien nicht immer so weitergetragen und weitergespielt, wie wir uns das wünschen würden. Aber ich glaube, mit geballter Kraft und wenn auch die betroffene Bevölkerung sich laut artikuliert, dann kann man nicht überhört werden. Und teilweise reagiert die derzeitige Bundesregierung nur auf sehr laute Zurufe. Ich denke mal, damit hat man auch sehr gute Erfahrungen in der Gewerkschaft gemacht. Und die Elisabeth hat es ja auch schon erwähnt, es gibt sozusagen ja auch eine eigene Gewerkschaftsgruppierung, die wieder Flex, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Wie ist das, also wo können sich, sei es jetzt bei Künstlerinnen, aber ich finde, man hat im Rahmen der Krise auch gesehen, diese sogenannten Postcluster, ja, wo Arbeiterinnen, Erntearbeiterinnen, Wurstfabrikarbeiterinnen in schlimmsten Verhältnissen gewohnt haben, schlimmste Arbeitsbedingungen vorfinden, mit wenig Geld auskommen müssen. Wie kann das sein, dass der österreichische Staat sowas zulässt, sowas auch noch fördert? Wie, was macht da dann die Gewerkschaft? Wie kann man dem entgegentreten? Und wie kann es auch sein, dass sozusagen diese arbeitsrechtlichen Regelungen, die sie da ändern müssen, dass das so ein schwerer Kampf ist? Veronika, was ist da der Eindruck dazu? Es gibt leider keine Pauschalantwort, weil es mehrere unterschiedliche Themenkomplexe sind. Zum einen gibt es natürlich auf der einen Seite die legalisierte Scheinselbstständigkeit, siehe 24-Stunden-Pflegerinnen. Wir alle wissen, dass 24-Stunden-Pflegerinnen keine selbstständigen Unternehmerinnen sind. Wir alle wissen, dass das in Wirklichkeit nichts anderes ist als eine sehr, sehr bequeme Lösung, die sich österreichische Männer überlegt haben, die de facto darauf beruht, dass wir Frauen aus dem Ausland ausbeuten. Das heißt, das gesamte System baut darauf aus, dass es Frauen aus dem Ausland gibt, die in ihren Heimatländern noch weniger verdienen würden als hier in Österreich, die ihre Familien in Bulgarien, Rumänien, Polen alleine lassen, ihre Kinder wochenlang nicht sehen, dafür, dass sie bei uns unsere älteren Angehörigen betreuen für lächerliche 800 Euro im Monat. Das ist schon einmal skandalös genug, da muss man aber sagen, da haben wir rechtlich überhaupt keinerlei Handhabe, weil das ist gesetzlich legitimiert. Das ist die eine Baustelle. Das gleiche System gibt es im Übrigen auch bei den Zeitungskolporteurinnen, auch im Bereich des Transportgewerbes. Das muss jetzt nicht nur Uber sein, das ist ein Fall, den wir alle kennen, sondern das ist auch im Zuge der Postprivatisierung so eingetreten, der Teilprivatisierung der Post. Dass eben nicht mehr die Postboten für die Post arbeiten, sondern zwar Postuniformen tragen, aber ein Personenunternehmen sind, die wiederum für Subunternehmen arbeiten, die wiederum für ein Logistikzentrum arbeiten, das wiederum für die Post arbeitet. Also wo man einfach sieht, dass sehr, sehr viele Ketten dazwischen gestaltet worden sind. Das ist einfach was, da muss man gesetzlich was tun. Da muss man einfach sagen, lohnabhängig ist lohnabhängig. Das sind keine Unternehmerinnen und zu sagen, es ist legitim, dass die selbstständig arbeiten, ist nichts anderes als eine Schweinerei, wenn wir ehrlich sind. Dann gibt es den zweiten Faktor, nämlich den, wo das Gesetz eigentlich sehr, sehr klar ist, aber wo das Gesetz einfach mutwillig gebrochen wird. Das ist auch im Rahmen der Scheinselbstständigkeit leider keine Seltenheit. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel auch an so etwas denke wie Scheinselbstständigkeit im Bereich der mobilen Pflege zum Beispiel oder auch bei der Friseurin, Elisabeth Grossmann hat das Beispiel vorher erwähnt. Oder auch in anderen Bereichen, dass zum Beispiel auch gerade der Mediensektor oder der Kulturbereich oder andere prestigeträchtige Bereiche sehr, sehr groß dabei. Da muss man sagen, dann mangelt es einfach an Kontrollen. Das Problem ist, es wurde in den letzten Jahren, Barbara, du hast das vorher schon erwähnt, auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung und dem öffentlichen Dienst gespart. Es gab diesen Zeitgeist, der gesagt hat, wir bauen Personal ab, wir sind ein schlanker Staat, wir bauen die Bürokratie ab, jeder Posten weniger ist ein Gewinn für den Steuerzahler. Leider so dermaßen pervertiert wurde, dass auch bei der Finanzpolizei zum Beispiel sehr viel Personal abgebaut worden ist, obwohl ein einziger Finanzpolizist dem Staat, dem Steuerzahler, also uns, 70 Mal mehr einbringt, als er kostet.
Das heißt, ein einziger Finanzprüfer mehr erwirtschaftet in einem Jahr durch seine Tätigkeit 70 mal so viel, als er uns kostet. Aber trotzdem sind wir auf das Märchen hereingefallen, wir müssen unbedingt Stellen abbauen und wir müssen unbedingt Personal reduzieren und der öffentliche Dienst, der Staat muss schlanker werden. Das ist die Konsequenz davon. Inzwischen ist es so, dass diese ganzen Prüfinstanzen, sei das jetzt bei der Gebietskrankenkasse im Erhebungsdienst oder eben auch bei der Finanzpolizei und bei der Baupolizei, so schwach besetzt sind, dass keine 10% aller Unternehmen in Österreich jährlich mehr geprüft werden können. Das heißt, es gibt zwar klare Bedingungen, aber es mangelt einfach an der Prüfung und es mangelt an der Kontrolle und dementsprechend ist da leider der Raum für Missbrauch sehr, sehr hoch. Und dann gibt es eben zuzüglich zu dem Bereich der Scheinselbstständigkeit und dem Bereich dessen, dass Menschen bewusst um ihre Rechte gebracht werden, natürlich auch das Problem der allgemeinen Arbeitsmarktflexibilisierung der letzten Jahre, wo eben geheißen hat, Flexibilität wäre etwas Gutes. Das Problem ist nur, die Flexibilität, die da betrieben worden ist, ist eine sehr einseitige, nämlich ausschließlich Flexibilität für die Unternehmen. Flexibilität, sich an das Arbeitsrecht, an Kollektivverträge, an Mindestlöhne, an Sozialversicherungsschutz zu halten oder eben auch nicht und zu sagen, na gut, das kostet mir zu viel, das ist mir zu mühsam, das ist mir zu teuer. Eigentlich sind Arbeitnehmerinnenrechte was ich relativ unpraktisch finde, also lasse ich das einfach. Das heißt, es wurde einfach den Unternehmen Tür und Tor dafür geöffnet, dass sie wie Extrembeispiele, wie zum Beispiel Amazon, 95% ihrer Belegschaft als Leiharbeitskräfte beschäftigten und nur noch 5% bei sich selbst annähten. Oder ein anderes Konstrukt, das in Österreich leider gerade bei großen Konzernen sehr, sehr weit verbreitet ist, ist die konzerninterne Arbeitskräfteüberlassung, wo zum Beispiel eine große Firma eine Tochterfirma gründet, damit sich die große Firma bei ihrer eigenen Tochterfirma das Personal ausborgen kann. Das hat den Hintergrund, dass dann der Kollektivvertrag nicht mehr angewendet werden muss. Wenn es also einen Kollektivvertrag gibt und der schreibt vor, es müsste mindestens so und so viel bezahlt werden und das Unternehmen sagt, das ist mir zu teuer, dann gründe ich eine Tochtergesellschaft, borge mir bei meiner Tochtergesellschaft das Personal aus, für die Tochtergesellschaft gilt ein anderer Kollektivvertrag und ich zahle gleich mal all meinen Beschäftigten 500 bis 1000 Euro weniger im Monat. Das ist natürlich für die Beschäftigten ein Wahnsinn und es ist auch für uns als Gesamtgesellschaft extrem nachteilig, weil dadurch in den letzten 10 Jahren nicht nur insgesamt das Lohnniveau sehr stark auseinandergegangen ist, weil es eben noch den Teil der regulär Beschäftigten gibt, die in den letzten Jahren ein gutes Lohnwachstum von rund 10% hatten, während es eben auch die atypisch Beschäftigten und die prekär Beschäftigten gab, die in den letzten 10 Jahren real 2% weniger Lohn haben als noch vor 10 Jahren. Das heißt, die heute weniger verdienen als noch vor 10 Jahren. Obwohl wir wissen, dass gleichzeitig im gleichen Zeitraum die Mieten enorm gestiegen sind, die Lebenserhaltungskosten enorm gestiegen sind. Ich meine, wir alle wissen, dass wenn wir einmal in der Woche einen Lebensmitteleinkauf machen und wir haben eine kleine Familie, dann kommt man unter 100 Euro nur noch verdammt schwer damit aus. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass in manchen Städten in den letzten 10 Jahren die Mieten teilweise um 20, 30, ja sogar 40% zugenommen haben. Und dann gibt es ein Drittel der Beschäftigten, die verdienen heute 2% weniger wie vor 10 Jahren. Dass sich das nicht mehr ausgeht und dass das dazu führt, dass es den Menschen tatsächlich schlechter geht, dass die Menschen tatsächlich weniger konsumieren, dass die Unzufriedenheit der Menschen tatsächlich höher wird und diese Menschen dann wiederum auch genau die Menschen sind, deren Wahlbeteiligung zunehmend immer weiter abnimmt, weil sie sagen, für mich wird ohnehin immer alles schlechter, meine Interessen werden sowieso nicht vertreten, also brauche ich gar nicht mehr wählen gehen, dass das dann in weiterer Folge auch dazu führt, dass unser gesamtes demokratisches System zunehmend nicht mehr so repräsentativ ist, wie es sein sollte, weil vor allem gebildete, gut verdienende, bürgerliche Menschen, die vor allem daran interessiert sind, ihre eigenen Privilegien abzusichern, wählen gehen und nicht die, die eigentlich eine starke Vertretung wirklich brauchen würden. All das sind die Auswirkungen. Und Elisabeth Grossmann hat da schon sehr, sehr viele, sehr, sehr wichtige Forderungen gebracht, die ich alle zu 100% unterschreiben kann. Und ich teile das auch, das Wichtigste ist jetzt in erster Linie, den Menschen wieder Geld in die Hand zu geben, und zwar den Beschäftigten, weil wir können es uns ja auch leisten, dass wir Konzerne unterstützen, wir können es uns leisten, dass Konzerne die Kurzarbeit beziehen können, dass Konzerne Steuerzuckerl bekommen, dass diverse Steuern immer weiter gesenkt werden, obwohl sie in den letzten 30 Jahren eh schon ins Absurde reduziert wurden, dass Vermögende de facto kaum einen Anteil an unserer Gesellschaft zahlen. Das heißt, wir können es uns auf der einen Seite können wir es uns leisten, dass wir denjenigen, die eh schon viel haben, noch mehr geben, während auf der anderen Seite die, die jetzt wirklich ganz, ganz dringend etwas brauchen, durch die Finger schauen und nichts bekommen. Und das ist natürlich skandalös.
Und das ist das, wovon ich denke, dass es in den nächsten Monaten und auch Jahren zu wirklich fatalen Konsequenzen führen wird, wenn wir uns jetzt nicht auf die Hinterfüße stellen. Und eine Gruppe, die das besonders betrifft, sind eben gerade die Frauen. In den letzten Wochen habe ich mit unzähligen Frauen gesprochen, die einfach nur noch fertig waren, die verzweifelt waren und die so unfassbar wütend waren, weil sie gesagt haben, auf der einen Seite arbeite ich systemrelevant. Auf der anderen Seite kann ich meine Kinder nicht in den Kindergarten oder in die Schule bringen. Das heißt, ich muss arbeiten, ich muss mein Kind rund um die Uhr versorgen, ich muss den Haushalt schmeißen, ich muss meine Angehörigen pflegen, weil die 24-Stunden-Pflegerin, die vorhin aus Rumänien gekommen ist, jetzt nicht mehr über die Grenze kann. Und die Frauen waren diejenigen, die da gestanden sind und zum Teil 18, 20 Stunden pro Tag gearbeitet haben, die kaum mehr schlafen konnten, die einfach fertig sind und die einfach wütend sind. Das Problem ist nur, diese Frauen sind zwar wahnsinnig wütend und die wissen ganz genau, dass da auf ihre Kosten ein System gerettet wird, dass da auf ihre Kosten ein Staat am Leben erhalten wird, eine Volkswirtschaft im Leben erhalten wird. Aber die Frauen sind einfach zu müde und zu fertig, um auf die Straße zu gehen. Und wie sollen diese Frauen dann zum Beispiel auch auf die Straße gehen, wenn sie nebenbei drei Kinder haben, die sie versorgen müssen, den Haushalt schupfen müssen und eben gleichzeitig auch in systemrelevanten Berufen arbeiten müssen, wo sie jetzt sogar eine Urlaubssperre hatten, geschweige denn Sonderbetreuungszeit konsumieren konnten. Und das wird auch jetzt im Sommer nicht besser werden, weil, wenn wir ehrlich sind, noch nicht einmal die Sonderbetreuung geklärt ist. Ein Großteil der erwerbstätigen Frauen hat jetzt diese wenigen 5 Wochen Urlaub pro Jahr, die sowieso grundsätzlich immer schon kaum reichen, fast bis zur Gänze aufgebraucht. Und wir haben 9 Wochen Sommerferien vor uns und wir haben keine Ahnung, was mit den Kindern passieren soll und wie die Frauen das meistern sollen. Aber all diese Dinge werden derzeit von der Regierung überhaupt nicht behandelt und totgeschwiegen. Aber das Problem ist eben, wie soll man auf die Straße gehen, wenn es sich jetzt schon hinten und vorne nicht ausgeht. Und was ich abschließend gerne noch anmerken möchte, wo wir ein grundsätzliches Problem haben, ist einfach die Verteilung. Es sind nicht nur die Vermögen sehr ungleich verteilt in Österreich, es ist auch die Steuerlast sehr, sehr ungleich verteilt. Die erwerbstätige Bevölkerung, die normal verdienenden, so Menschen wie wir, aber auch die Billa-Verkäuferin, tragen 80% der Steuerlast in diesem Land. Währenddem es für andere nicht einmal Erbschaftssteuer, Schenkungssteuern, Vermögenssteuern oder sonst etwas gibt. Da sehen wir einfach, dass eine massive Ungleichverteilung da ist. Und gleichzeitig ist aber auch die Arbeitszeit in der bezahlten Arbeit extrem ungleich verteilt, weil wir haben die bezahlte Arbeit und die unbezahlte Arbeit. Und die Frauen leisten zwar den Löwenanteil der unbezahlten Arbeit, haben aber deswegen auch weniger Zeit für die bezahlte Arbeit und verdienen deswegen auch weniger. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Löhne wieder gerechter verteilt werden, dass es nicht mehr diese 2 Gruppen der Beschäftigten gibt, nämlich die Beschäftigten, die noch ihre guten alten Verträge haben und die Beschäftigten zweiter Klasse, die ich als Teil der neuen Arbeiterinnenklasse bezeichnen. Oder eben die Frauen, die weniger verdienen, weil sie dafür mehr unbezahlte Arbeit leisten. Das heißt, die Arbeitszeit ist unfair verteilt, die Einkommen sind unfair verteilt, die Steuern sind unfair verteilt und eben auch die Arbeitnehmerinnenrechte. Das heißt, in erster Linie geht es jetzt einmal darum, schnell Geld unter die Menschen zu bringen und nicht nur unter die Konzerne, sondern wirklich unter die Menschen. Und in zweiter Linie müssen wir schauen, dass wir ordentlich umverteilen und wieder Regeln schaffen. Weil das Problem an dieser Flexibilisierung ist immer das, umso mehr Regeln, umso mehr Schutzvorschriften, umso mehr Rechte dadurch auch abgebaut werden, desto besser für die Starken. Weil die Starken setzen sich natürlich durch, wenn es keine Spielregeln gibt. Aber die Schwachen bleiben dabei auf der Strecke. Und die Schwachen, das sind halt leider die, die nicht mit Erben auf die Welt kommen, die nicht das Privileg besitzen, ein junger, weißer Mann mit guter Ausbildung im besten Alter zu sein, der vielleicht noch einen Papi hat, der es ihm richten kann, sondern das sind halt eben der Großteil der Menschen, bei denen es nicht so ist. Und da gibt es jetzt gewaltig was zu tun. Es wird uns also nicht langweilig, wenn wir das so schön gehört haben. Es haben sich auch sehr viele an der Diskussion beteiligt. Ich möchte da jetzt noch ein paar Kommentare einbringen. Zum Beispiel, dass eben gerade, wenn man sich die 24-Stunden-Pflegerinnen oder Erntehelferinnen anschaut, Andrea Baumann hat da auf Facebook kommentiert, dass diese Menschen auch nur um 4 Euro die Stunde arbeiten, was natürlich ein Dumping ist, das man sich nicht vorstellen kann. Und wie oft erwähnt, dann auf selbstständiger Basis, auf so ein scheinselbstständiger Basis, weil wie kann man von sowas dann auch überleben? Es ist auch ein Thema, das sie auch thematisiert, das Frau Baumann auch thematisiert, ist, dass diese Menschen ja großteils dann auch ins Burnout getrieben werden
und sozusagen dann auch bald keine Existenz mehr haben. Und da sowieso die Schwierigkeit besteht, sozusagen, dass jetzt auch wirklich ein denkbar schlechter Zeitpunkt ist, um eine Weiterbildung oder sozusagen die Arbeit neu zu starten, sozusagen einen Wiedereinstieg zu versuchen. Also es kommen da sehr harte Arbeiten auf uns zu. Andrea Czak hat jetzt auch nochmal kommentiert, dass sozusagen ja es im Juni mal einen Frauenstreik gegeben hat, also am 12. Juni am Meidlinger Platzl, auch in Graz wurde gestreikt, hunderte Frauen, aber es interessierte dann auch wieder niemanden. Die Elisabeth Grossmann hat es auch kurz thematisiert, sozusagen die Frage, kommt man medial vor, hat man die Möglichkeit, sozusagen auch in Medien da präsent zu sein. Die Frage ist natürlich, die sich immer stellt, die haben wir auch schon in vorigen Veranstaltungen gehabt, wäre sowas wie Arbeitszeitverkürzung noch zumindest langfristig ein Weg, um dem entgegenzuarbeiten? Elisabeth, du hast ja schon einige Forderungen thematisiert gehabt, sozusagen die Erhöhung des Arbeitslosengelds, die ja jetzt zurzeit sehr intensiv diskutiert wird, auch die Mindestsicherung und sozusagen den arbeitsrechtlichen Status sich genauer nochmal anzusehen. Gibt es da noch weitere Forderungen, die besonders Frauen unterstützen würden? Ist da die Arbeitszeitverkürzung irgendwie realistisch umzusetzen bei diesen politischen Mehrheitsverhältnissen? Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, es wird eine Neuordnung des Wirtschaftssystems geben müssen nach der Corona-Krise, weil wir ja auch mit den Mängeln konfrontiert wurden. Und gerade auch eine Arbeitszeitverkürzung ist nach wie vor ein Gebot der Stunde, weil ja auch die Produktivität steigt. Wir haben ja die verschiedenen Modelle und Geschäftsmodelle heute schon besprochen und das hat eben alles die Auswirkung, dass ja auch die Arbeitszeit sich immer mehr verdichtet, dass in immer kürzerer Zeit mehr erledigt werden muss, dass die Produktivität auch gestiegen ist. Nur dieser Produktivitätsgewinn ist nie an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weitergegeben worden in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und da wäre es schon an der Zeit, das schrittweise auch umzusetzen. Natürlich kann das nicht von einem Tag auf den anderen gehen. Und jetzt wird das Gegenargument kommen, na ja, jetzt ist natürlich gar nicht die richtige Zeit dafür, weil jetzt haben die Betriebe ohnehin sehr viel zu stemmen. Natürlich muss man sich das anschauen, wo ist es möglich. Aber wir werden jetzt auch über neue Arbeitsformen verstärkt nachdenken oder es wird sich auch so einbürgern mit Homeoffice und neuen Arbeitsmodellen und da muss man das natürlich auch alles mitbedenken und vor allem, dass sich es nicht zurückentwickelt, dass nicht zunehmend auch Arbeitszeit sozusagen privatisiert wird und dann unter Umständen wieder die Frauen unter die Räder kommen, wenn sie Homeschooling und alles Mögliche, wir haben das ja auch schon ausführlich debattiert, alles unter einen Hut bringen müssen und unter Umständen dann auch noch mehr als die vereinbarte Arbeitszeit arbeiten müssen. Also da muss man schon einmal aufpassen, dass es nicht in die verkehrte Richtung geht, aber jetzt wäre umgekehrt gerade der Zeitpunkt, diese Forderungen auch schrittweise umzusetzen. Weil, wie gesagt, die Produktivität ist massiv gestiegen in den letzten Jahrzehnten und das wurde den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Wahrheit nie wirklich abgegolten. Und da gibt es natürlich jede Menge Forderungen, auch eben weil wir über befristete Dienstverhältnisse gesprochen haben. Da muss es normalerweise schon einen besonderen Grund geben, kein unbefristetes Dienstverhältnis anzubieten. Und das Wichtigste, es hat die Veronika auch angesprochen, sind natürlich effektive Kontrollen. Und hier ist eigentlich der gegenteilige Weg beschritten worden. Es sind gerade die Kontrollbehörden eigentlich da einem Sparkurs unterzogen worden. Also hier gehört massiv ausgebaut. Hier gehören natürlich umfassende Kontrollen auch im Sozialversicherungswesen wieder eingezogen. Bei den Finanzbehörden
Und wenn, und natürlich die Arbeitsinspektorate gehören entsprechend auch auf, gerüstet, möchte man fast sagen, in Anbetracht eben der Gesamtsituation. Und wenn eben hier, wie man immer so schön sagt, Einzelfälle erwischt werden, dann muss das natürlich auch konsequente Folgen haben und spürbare Konsequenzen haben. Und das darf nicht als Kavaliersdelikt abgetan werden, wenn hier sozialrechtliche Standards untergraben werden, und Lohn- und Sozialdumping darf kein Kavaliersdelikt sein. Und wenn es permanente Überschreitungen gibt der Arbeitszeitgesetze und so weiter. Also die Kontrolle ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt, wie gesagt, jede Menge Forderungen, die jetzt besonders aktuell sind, gerade wenn sich die Arbeitswelt so in Umbruch befindet, wie das eben jetzt auch der Fall ist. Ja, da kommt noch ziemlich viel Arbeit auf alle von uns zu, so wie sich das anhört, sozusagen. Es ist jetzt schon 19 Uhr, die Zeit ist sehr, sehr schnell verflogen, kann man sagen. Und deswegen würde ich jetzt die Diskussion sozusagen schon abschließen. Ich finde, die Veronika hat in ihrem Statement schon einen sehr, sehr guten, finde ich, Abschlusssatz gebracht. Es kann halt einfach nicht sein, dass der Reichtum, den wir uns leisten, sozusagen nicht auf den Rücken von anderen erwirtschaftet werden kann und man sich so ein System aufbaut. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, kurzfristige Maßnahmen zu setzen, wie ich es jetzt mitgenommen habe aus der Diskussion im Sinne von Liquidität, wie es die Elisabeth angesprochen hat, für Liquidität zu sorgen, also sei es jetzt beim Arbeitslosengeld anzusetzen oder bei den vielen verschiedenen Fonds, die aufgebaut wurden, hier dafür für einen schnellen und unbürokratischen Zugang zu sorgen, aber auch die Notwendigkeit, langfristig Druck aufzubauen, Druck von der Straße. Ich denke mal, hier an dieser Stelle ist sicher auch wichtig, nochmal zu sagen, die Gewerkschaft und der sozialpartnerschaftliche Umgang, sozialpartnerinnenschaftliche Umgang ist hier sehr wichtig. Und sozusagen, wenn man noch nicht Gewerkschaftsmitglied ist, jetzt ist der Zeitpunkt, es zu werden, weil die Zeiten werden wahrscheinlich nicht unbedingt entspannter werden, sondern es braucht, da muss man sich durchaus dann mal positionieren. Gerade was dann auch Selbstständige betrifft, die am Rande der Existenz sozusagen arbeiten, gibt es ja hier auch die Möglichkeit, bei der Wiederflex Mitglied zu werden und sich hier Unterstützung zu holen und vor allem zusammenzuschließen. Also ich denke mal, das war auch eine zentrale Aussage in dieser Diskussion, dass es durchaus eine Gruppe an Menschen ist und nicht irgendwie jeder für sich und jeder für sich kämpfen muss. Und dann haben wir viele langfristige Maßnahmen gehabt im Sinne von die Kontrolle wieder zu stärken, zu schauen, wie die unterschiedlichen rechtlichen Regelungen aussehen und diese adaptieren auf die Arbeitswelt von heute, auf diese flexibilisierte Arbeitswelt von heute, dass wir hier wieder zu einer gerechteren und lebenswerten Gesellschaft kommen und hier auch die Lehren ziehen aus den Krisen, die wir ja schon gehabt haben über die letzten Dekaden sozusagen. Ich denke, es ist da sicher die höchste Zeit oder höchste Eisenbahn, hier anzufangen. Ja, ich darf mich herzlich bedanken, bei allen bedanken fürs Dabeisein. Ich darf mich sehr herzlich bedanken fürs Interesse und vor allem dir, Veronika, und dir, Elisabeth, gilt mein virtueller Applaus. Ich darf es an dieser Stelle sozusagen mal so deuten. Zu guter Letzt, die nächste Veranstaltung dieser Reihe findet dann Ende Juni statt, am 30. Juni, also Dienstag in 2 Wochen, zum Thema Frauen und Corona-Ungleichheit in Österreich und Europa. Und hier freuen wir uns auch, sehr prominente Vertreterinnen begrüßen zu dürfen, nämlich Barbara Preinsack, die Professorin ist für vergleichende Politikfeldanalysen, und Evelyn Regner, selbst auch Gewerkschafterin, Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzende des Ausschusses für Frauenrechte und Gleichstellung, die sozusagen hier dann auch eine europäische und eine gesamtheitliche Perspektive einnehmen können. Die Einladung bekommen Sie wie immer natürlich per Mail. Wenn Sie per Mail irgendwie noch nichts von uns bekommen, melden Sie sich bei unseren Newslettern an, sei es bei den SPÖ-Frauen auf frauen.spö.at oder beim Karl-Renner-Institut unter www.renner-institut.at. Klicken Sie zum Nachschauen der Veranstaltung rein auf unsere Webseite Frauen und Corona.at. Informieren Sie sich zur aktuellen Diskussion zum Thema. In diesem Sinne, wir wünschen einen wunderbaren Abend. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie kritisch und vor allem bleiben Sie tough. Wiedersehen. Tschüss.